Jetzt kommt das zweite Paket aus Holland. Da werden wahrscheinlich auch wieder zwei Wagen drin sein von Eds Gartenbahn. Und die gucken wir uns jetzt auch noch an. Also wer so ein bisschen auch auf Maßstäblichkeit Wert legt bei der Modellbahn im Garten, also bei der LGB, Spurweite 2M, der kann unter anderem auch auf Eds Gartenbahn zurückgreifen, auf seine Modelle. Erst lege ich mal das Gut noch raus. Das ist da reingeschnitten. Ja. Aber noch ein bisschen. So. Okay. Das wissen wir schon, wie es ungefähr funktioniert. Ist mal interessant, was jetzt für ein Wagen da genau drin ist. Wir haben ja hier vier verschiedene Wagen gestellt. Das ist der Gepäckwagen. Ein D-Wagen. Der ist natürlich entsprechend jetzt kürzer ausgefallen. So, auch sehr schön. Jawohl, passt. Hier also, wo die Fenster, wo die Türen sind, sind natürlich dann auch die Trittstufen noch zu sehen. Bremsschläuche, Übergänge. Sehr schönes Teil. Vor allen Dingen die Abmessungen sind komplett anders als wie eben bei LGB. Also um die genauen Maße, wir vergleichen die einzelnen Modelle dann in einem weiteren Video mit entsprechenden Modellen von LGB, wie hier die Größenverhältnisse anders sind. Also er ist entsprechend, also bei LGB wäre der Wagen jetzt auch 62 cm lang. Hier ist er vorbildgetreu verkürzt. So, genau. Ja, das muss eigentlich noch geändert werden. Ah, hier. Das passt noch nicht so ganz. So, okay. Sehr schön. Passt. Ein D4216. Das ist die Nummer. Jeder Wagen bei der RAB oder bei der FO haben eine entsprechende Nummer. So, auch dieser Wagen hat einen Funktionsdecoder. Auch dieser Wagen hat eine zuschaltbare digitale Innenbeleuchtung. So, das war jetzt der D-Wagen. Und jetzt gucken wir uns noch den nächsten Wagen an. Das müsste ein A-Wagen sein, der Rätischen Bahn. Schauen wir mal, ob das so ist. So, hier haben wir einen A-Wagen der Rätischen Bahn drin. Mal gucken, ob das auch zutrifft. Ja, man sieht es gleich. Die Fenster sind gleich weit auseinander. Und
Wir haben ein paar Einzelteile. Okay, die kann man dazu bauen. Da muss man auch die Kupplung noch montieren. Ist aber beigelegt. Warum das jetzt nicht gemacht worden, das weiß ich nicht. Aber da muss man, also wie gesagt, als Gartenbanner ist man gewohnt, dass man auch selber immer wieder noch Hand anlegt und noch das eine oder andere noch fertig macht. So, auch hier. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob der 80 cm, ich glaube, der ist leicht verkürzt, also noch ein bisschen kürzer. Aber alles maßstabsgetreu im Maßstab 2:1. Den schätze ich jetzt auf 75 cm Länge. So, genau. Ansonsten ist alles dran. Und dort natürlich auch die Inneneinrichtung. Entsprechend ist natürlich der Bein, der Abstand natürlich viel größer. Genau. So, Kupplung noch zur Montage. Ein richtiger A-Wagen. Wie gesagt, diese Wagen sind also erst gebaut, wenn man eben den Auftrag dazu gibt. Und man kann sich auch die Wagennummer dann wünschen, die wird dann aufgedruckt. Also es ist nichts von der Stange, absolut nicht. Und entsprechend kosten die Modelle auch ein bisschen was, aber es lohnt sich. Also auf jeden Fall hat man eben einen vorbildgetreueren Eindruck, wenn dann solche Züge mit solchen Wagen dann durch den Garten fahren. Hier stimmen einfach dann eher die Maße. So, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war jetzt vorerst das letzte Paket erstmal von Eds Gartenbahn. Wir müssen erstmal diese Sachen ausgiebig testen und auch ein bisschen nachrüsten, was noch nachzurüsten ist. Und wir gucken auch, ob der Funktionsdecoder funktioniert für die Beleuchtung. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao, auf Wiedersehen und tschüss.